rund um den Pfannkuchen. Heute geht es wieder mal um die Pfannkuchen. Und ich habe euch ja schon mal gesagt, Pfannkuchenbacken ist mittlerweile eine große Leidenschaft von mir, weil ich habe diese sagenhafte steinbeschichtete Pfanne und ganz, ganz super der Teigspender. Ich liebe dieses Teil. Ich sage Ihnen später noch mehr dazu. Ihr drückt es einfach hier drauf und lasst den Teig hier jetzt in die Mitte fließen. Schaut, es ist überhaupt keine Unordnung mehr um Ihre Pfanne auf dem Topf. Wir drehen das Ganze ein bisschen und schon können wir unseren Pfannkuchen backen. Sie werden diese Teile nie mehr hergeben, wenn Sie mal im Besitz dieser tollen Pfanne sind und diesem Teigspender und auch unserem Pfannenwender. Bei der Pfanne muss ich Ihnen sagen, wenn ich die ersten Pfannkuchen backe, den ersten oder den zweiten, die werden nicht ganz so dunkel. Aber sobald die richtig schön eingebacken ist, geht es wunderbar. Innerhalb von Sekunden möchte ich fast sagen, schaut mal, wie toll die ausschauen. Und das Ganze gibt jetzt einen pikanten Kuchen, einen pikanten Auflauf. Ich freue mich schon drauf. Und Sie werden den bestimmt des Öfteren nachmachen. Also was brauchen wir? Unbedingt diesen Teigspender. Wir brauchen unbedingt den Pfannenwender und diese wunderbare 28 cm Steinstone beschichtete Pfanne. Schaut's, und schon ist das Ganze fertig. Unsere Pfannkuchen sind gebacken. Und jetzt machen wir unser Mittagessen. Und zwar haben wir schon alles vorbereitet. Es gibt halt eine Ungerechtigkeit, gell? Ich habe zum Beispiel jetzt mehrere Pfannen, Sie haben vielleicht noch gar keine. Das ist die Ungerechtigkeit. Aber Sie wissen ja jetzt, wo es die Pfannen gibt. Mit unserem Teigspender haben wir ja die Pfannkuchen gemacht. Das habe ich Ihnen gezeigt. Er ist bei mir jeden Tag im Betrieb, weil es gibt bei mir immer frisch gepresste Säfte. Und ich presse dann immer Grapefruit, Orangen, Zitronen aus, mache den voll. Und dann, wenn ich Durst habe, gibt es einfach ein Wasser oder Mineralwasser, einen Schuss dazu rein. Und ich muss nicht immer neu anfangen zum Pressen. Und gesund ist es auch, Vitamin C. Dazu ist er natürlich auch hervorragend. Und jetzt haben wir Karotten, Zwiebel und Hackfleisch angebraten. Und hier haben wir Bechamelsoße gemacht. Sie kriegen das Rezept, das ist also Milch und Mehl und Butter und Gewürze und Muskat, aber das steht im Rezept. Und jetzt gehen wir her, schaut, was ein Traum ist. Das sind unsere Mühlen. Wir haben dort drin unser Lumara-Salz. Sie brauchen ein gutes Salz. Also sparen Sie nicht am Salz. Das ist ein naturbelassenes Salz, kommt direkt aus dem Bergwald. Leisten Sie sich das. Das ist einfach, ich könnte mir nicht vorstellen, wenn ich mit dem Salz arbeiten müsste, wo ich kein gutes Gefühl habe. Und ihr braucht es mit der Mühle nur hin und her und schon haben wir das Ganze gewürzt. Schaut mal diese ganzen Fernsehköche an. Sie werden immer erleben, dass die alles mit Mühlen machen. Salzmühle, Pfeffermühle. Ich bin so begeistert. Ich habe sämtliche grobe Gewürze schon in den Mühlen und es schaut einfach toll aus. Gibt es bei Lumara zu kaufen und das Salz natürlich auch. Und das haben wir jetzt recht schön gewürzt hier. Und jetzt nehmen wir unsere Pfannkuchen und legen die auf die Folie. Dann nehme ich einen Löffel und fülle mir hier in den Pfannkuchen ein bisschen was von diesem Hackfleisch. Kommt immer darauf an, wie viel Hungrige Sie zu Hause haben. Und jetzt gehen Sie her, schlagen das ein. Dann schlagen wir es hier auch ein, so. Und auf dieser Seite auch. Und dann setzen wir das so jetzt dann in unsere Form. Was wir auch machen, wir haben hier jetzt unseren Brandteig zusammengerührt, gibt es ja bei Lumara zu kaufen. Und den streichen wir jetzt hier in diese Form. Ich mache das auch immer sehr gern, wenn ich Kartoffelgratin mache oder irgendwelche andere Aufläufe, salzige, pikante Aufläufe, streiche ich gern eine Lage Brandteig drunter. Dann kann ich auch eine relativ flüssige Füllung drauf machen. Wir haben beim ersten jetzt hier, haben wir den oberen genommen, der war ein bisschen trocken. Aber dann die anderen, die lassen sich wunderschön biegen und so können Sie das hervorragend jetzt in diese Form hineinlegen. Also schaut, wir haben das jetzt hier hineingeschlichtet und es passt hervorragend. Bis auf den letzten Pfannkuchen haben wir es reingebracht und jetzt haben wir aber noch ganz kleines bisschen was von dem Hackfleisch übrig. Das können Sie zu jeder Zeit nur ganz fein hier verteilen, weil
Wir schmeißen ja nichts weg, es wird ja alles aufgebraucht bei uns. Und da haben Sie ja wunderbares Mittagessen jetzt. Oder mal, wenn Sie Besuch kriegen, ist das was Besonderes. Wir haben jetzt drin 2, 4, 6, 8, 10 Pfannkuchen. Also für 4 Personen kann ich mir vorstellen, ein hervorragendes Menü. Und jetzt gehen wir her, nehmen unsere Pechamelsoße und streichen die hier drauf. Auch wieder gemacht in unserer Super Stone Pfanne, also Steinpfanne. Und die Beschichtung, oder das heißt, der Stein oben ist ganz natürlich. Wir haben die Pfanne seit Jahren im Haushalt. Wir sind ganz begeistert. Aber wie gesagt, immer so hält sich die Pfanne, wie Sie mit der Pfanne umgehen. Immer alles einfach ordentlich verwenden. Und jetzt streichen wir mit unserer Winterpalette die Pechamelsoße hier drüber. Das Ganze wird jetzt dann im vorgeheizten Herd zwischen 20 und 25 Minuten gebacken. Und schon haben wir für heute unser Mittagessen. Und Sie probieren es selber aus. Und Sie können das übrigens auch in jeder Form machen. Also man ist formmäßig nicht gebunden. In der 50-50 passt es jetzt hervorragend. Ihr nehmt eure Käsereibe und jetzt reiben wir über das Ganze noch unseren Käse. Also wir reiben ja unseren Käse immer sehr ganz selber, weil ein frisch geriebener Käse ist einfach ein frisch geriebener Käse. Schaut, mit unserem Pinsel verteilen wir jetzt diesen geriebenen Käse, sodass wir überall was haben. Und jetzt schieben wir das Ganze in den Ofen und freuen uns schon drauf, bis es fertig ist. Also, unser Kuchen backt, aber wir brauchen ja auch zu diesem Kuchen einen Salat. Und da haben wir jetzt schon Kopfsalat, aber welchen Salat Sie jetzt nehmen, das ist doch ganz egal. Wir nehmen wieder unsere Salzmühle mit dem super Yomara Salz. Dann nehmen wir wieder unseren Pfeffer, machen wir auch drüber. Und dann nehmen wir, ich nehme sehr gern diesen entweder Cranberry oder Feige Dattelessig. Den können Sie auch bei uns erwerben. Fragen Sie einfach Ihre Beraterin oder fragen Sie direkt bei uns selber an. Statt Zucker nehme ich etwas von diesem Cranberry, der ist ja gigantisch, auch für Tortenfüllungen. Übers Vanilleeis, jetzt im Sommer ganz ideal. Dann nehme ich sehr gern diesen Essig, der heißt Marc Champagner. Wenn Sie diese Sachen mal gewöhnt sind, wollen Sie nichts anderes mehr. Gebe ich den auch drüber. Und dann auch noch ein wunderbares Öl auch drüber. Und schon haben wir unseren Salat fast fertig. Mit unserem Superschäler, Garnierschäler, können wir hervorragend Gurken schälen. Schauen Sie, fahren einfach so runter und schon ist Ihre Gurke geschält. Ich liebe diesen Schäler. Ich nehme keinen anderen Schäler. Egal was ich schäle, auch Spargel, alles wird mit diesem Schäler geschält. So, den gibt es auch bei Lumara zu kaufen. Also Mühlen, das gibt es zu kaufen. Den Käsereibe gibt es zu kaufen. Über die Essige und Öle können Sie sich bei uns informieren. Wir sagen Ihnen dann, wo Sie das erwerben können. Und ganz toll schaut es ja auch, wenn man der Salat schaut ganz toll aus, wenn Sie auch noch mit anderen Dingen arbeiten. Ich nehme jetzt zum Beispiel die Tomate, lege die hier hinein, drücke drauf und schon ist meine Tomate geschnitten. So simpel geht das Ganze. Ich habe das Ganze auch schon mit der Gurke gemacht, klein gemacht, dass es reinpasst und geschnitten. Und ideal ist es auch für Eier zum Durchdrücken. Sie haben vielleicht so ein Teil zu Hause. Das gibt es bei uns noch nicht zu kaufen. Aber was nicht ist, kann ja auch noch werden. Was mir an diesem Teil gefällt, dass es unwahrscheinlich stabil ist. Es gibt oft welche, die so lummelig, lapperig sind. Und das ist ein sehr stabiles Teil. Und somit haben wir das geschnitten. Und jetzt mischen wir unseren Salat mit einem super Salatbesteck. Schönes Salatbesteck gibt es bei Lumara noch nicht zu kaufen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Lassen Sie sich einfach überraschen. Für uns sind die Videos immer ganz toll, um neue Produkte auszuprobieren, die wir Ihnen dann zeigen. Und wenn Sie dann mal ins Programm kommen, werden Sie von uns oder Ihrer Beraterin informiert. Ich sage natürlich auch Dankeschön an Sie. Nach 25 Jahren Lumara sage ich immer wieder, dank Ihnen haben wir diese 25 Jahre so hervorragend überstanden.
Und wir können nur so gut sein wie Sie. Und wir haben so einen großen Fanclub, so viele Kunden, so viele nette Kolleginnen. Und mit Ihnen sind wir groß geworden. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Sie motivieren uns so viel. Und darum lassen wir uns immer was einfallen, auch neue Produkte. Und wenn Sie die Videos anschauen, dann sehen Sie einfach die Produkte bei uns im Einsatz. Also machen wir einfach gemeinsam so weiter. So, von dem Salat habe ich schon ein Blättchen probiert. Ich sage es Ihnen, der schmeckt sowas von gut. Und hier drin in diesem kleinen Streuer, Universalstreuer, habe ich Salatgewürz. Dieses Salatgewürz können Sie vielleicht schon oder in absehbarer Zeit bei uns kaufen. Schmeckt wunderbar und Sie brauchen nur ein bisschen drüber gehen und schon haben Sie einen würzigen, tollen Salat mit frischen Kräutern, Salatkräutern. Also, und jetzt verzieren wir das Ganze noch schön und wie gesagt, diese Balsamicos, Edelbalsamicos und Öle können Sie bei uns anfragen oder bei Ihrer Beraterin. Wir sagen Ihnen dann, wo Sie die Sachen herbekommen. Unser pikanter Kuchen ist jetzt fertig. Vielleicht noch kurz erwähnt, wir haben ihn 30 Minuten im Ofen gehabt auf 180 Grad, haben aber zum Schluss noch ungefähr 5 Minuten den Grill dazu geschaltet, damit der Käse ein bisschen braun wird. Und jetzt schneiden wir den an. Und der schmeckt bestimmt mit unserem Salat sehr gut. So, wir haben ihn jetzt schon angeschnitten und so schaut er innen aus. Und jetzt wünschen wir Ihnen ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und beim Nachbacken. Hallo meine Backfreunde, meine lieben Gastgeberinnen, und heute habe ich wieder Pfannkuchen gebacken. Ist das tollste Menü am Samstagmittag und mein Mann war wieder ganz begeistert. Er hat mich zum Beispiel nach dem Rezept gefragt, weil manchmal ist er auch Alleinunterhalter, Alleinernährer, ihr wisst es ja bei mir, gell? Versäumt jetzt das Angebot nicht. Vom Pfannenwender, von der super Pfanne, 28 cm Durchmesser, steinbeschichtet und unseren Teigspender. Also ich habe gleich mal so viel gemacht, dass es morgen für die Pfannkuchensuppe noch reicht. Ich könnte weitermachen. Ich sag's euch, wenn ich mein Lokal eröffne, Pfannkuchenlokal, einfach nur wegen diesen Produkten, weil es so toll funktioniert. Gebt's bitte das Video jetzt weiter an eure ganzen Kunden und Freunde und alle, die mich kennen, gell? Okay, alles klar, und dann meldet ihr euch bei mir. Ciao, schönes Wochenende.